Die hier kennen Sie natürlich, Cornflakes, aber wissen Sie eigentlich, wie sie hergestellt werden und warum jeder Cornflakes-Fan jetzt nach London reisen sollte? Wir verraten es Ihnen. Für viele ist es das Ritual am Morgen. Jeder Deutsche isst etwa 1 Kilogramm Cornflakes pro Jahr. Und das in jeder denkbaren Variante. Der Klassiker, Cornflakes mit Milch oder Joghurt. Manche zuckern sie, schneiden Früchte dazu oder legen Müsli nach. Exoten baden sie in Kakao oder sogar in Saft. Und einige stehen darauf, sie bis zur Unkenntlichkeit zu vermatschen. Jeder kennt Cornflakes, aber weiß auch jeder, aus was sie gemacht werden? Erdnüsse? Getreide, oder? Weizen? Ich glaube, auf unseren steht Weizen drauf. Aus Mais? Ja. Es gibt ja verschiedene, oder? Nein, gibt es nicht. Denn Cornflakes dürfen sich nur Knusperflocken nennen, die aus einem ganz bestimmten Getreide gemacht sind, nämlich Mais. Viele Hersteller setzen dabei auf einen speziellen Mais aus Argentinien. Rings um die Stadt La Plata wird die gleichnamige Maissorte angebaut. Im warmen Klima trocknen hier die Kolben direkt an der Pflanze. Die Körner haben einen recht geringen Mehlanteil. Daher wird der La Plata-Mais auch extra für die Cornflakes-Produktion nach Deutschland geschifft. Zum Beispiel nach Lübeck. Hier geht der Mais von Bord. Aber wie bitte bekommt man Milliarden von Körnern vom Schiff? Über eine Art Riesenstaubsauger. Der befördert den Mais direkt in die Mühle. In das Reich des Müllermeisters Erik Sklani. Da es um Lebensmittel geht, steht Hygiene an oberster Stelle. Und warum dieser Gehörschutz? Unser Redakteur wird's merken. Hier rüttelt und schüttelt es an jeder Ecke, bei einem Lärm von über 100 Dezibel. Ebenfalls beeindruckend, wie viele Rohre es in der Mühle gibt. Und durch alle läuft nur eins: Mais. Für den frisch Angelieferten beginnt alles in dieser Maschine. Was passiert hier? Das ist ein Rüttelsieb. Hier geht der Mais raus und hier werden die groben und kleinen Teile raussortiert. Kannst du ganz schlecht verstehen. Ein richtiges Interview ist bei diesem Krach undenkbar. Aber man sieht ja, dass hier Teile ausgesiebt werden, die nichts in Cornflakes zu suchen haben. Niemand soll sich an Steinen oder Metallstücken die Zähne ausbeißen. Aber wie kommen die denn bitte schön in die Mühle? Es fängt an beim Mähdrescher, wo irgendwelche Teile abfallen. Oder im Schiff oder sämtliche Förderwege, die aus Metall sind. Da kann was abfallen, kann was abrosten. Das ist ganz wichtig, dass es raussortiert wird. Aber das war's noch nicht mit dem Sieben. In die spätere Cornflakes-Produktion kommen nur die größten Maiskörner. Und davon auch nur bestimmte Teile. Die Keime der Körner werden entfernt. Sie enthalten Öle, die die Cornflakes später ranzig machen könnten. Das Zerlegen der Körner übernimmt dieser Schredder, während diese Maschine die einzelnen Teile wie Keime und Schalen aussiebt. Alles das, was nicht zur Cornflakes-Produktion gehört, wird in der Mühle weiterverarbeitet. Zu Grieß, Mehl oder Öl. Die großen Maisstückchen werden dann nochmal durch diesen Farbscanner geschickt. Der schießt alles per Luftgebläse raus, was nicht zum gelben Korn gehört. Fertig sortiert. Von den ursprünglichen Maiskörnern werden nur die sogenannten Maisgrits zu Cornflakes verarbeitet. Aber wissen Sie, wie daraus jetzt die crunchigen Flakes gemacht werden? Also wahrscheinlich irgendwie erhitzt, dass es aufploppt, gehe ich mal von aus. Ja, wieder wird es gemahlen und dann mit irgendeinem Stoff wieder zusammengemacht, dass es so Cornflakes halt sind. Vielleicht wird er ja platt gedrückt. Und dann gebacken. Gebacken, genau. Durchs Backen rollen die sich vielleicht so aus? Die Antwort finden wir in Falkenhagen. Hier werden die Maisgrits zu den uns bekannten Cornflakes weiterverarbeitet, ebenfalls unter strengen Hygienevorschriften. Durchs Werk führt uns Produktionsleiter Klaus Nichtsjol. Dann können wir ja gleich losgehen. Gerne, wunderbar. Vieles bei der Cornflakes-Produktion ist automatisiert. Die Maschinen stehen so gut wie nie still. Also unsere Anlagen in Falkenhagen laufen 24 Stunden durch.
7 Tage die Woche, sondern am Sonntag ebenfalls. Diese großen Trommeln sind also im Dauerbetrieb. In ihnen werden etwa 900 Kilogramm Maisgrits weichgekocht, zusammen mit Wasser, Malzextrakt, Zucker und Salz. Das alles mit viel Dampf und unter Hochdruck. Also ich kann sich das vorstellen wie ein Haushalt mit einem Schnellkochtopf. Der Dampf strömt in den Kochraum, durchströmt das die Maisgrits und die erhalten eine schöne gleichmäßige homogene Kochung. Was heute im großen Stil gemacht wird, fing mit einem kleinen Kochtopf an. Denn ein gewisser Dr. Harvey Kellogg experimentierte 1894 mit diversen Getreidebreis herum. Für die Gäste seines Sanatoriums wollte er ein besonders magenfreundliches Frühstück entwickeln, was ihm zunächst nicht gelang. Als er aber aus Versehen einen Topf mit Weizenbrei über Nacht stehen ließ und sich den angetrockneten Inhalt genau anschaute, kam er auf die entscheidende Idee. Er walzte die Weizenkörner aus und röstete sie anschließend in der Pfanne. Als er später den Weizen durch Maiskörner ersetzte, kam der große Erfolg. Die Toasted Cornflakes waren geboren. Mittlerweile produzieren viele Firmen die Frühstücksflocken. In Falkenhagen ist der Mais nun weichgekocht. Die Körner haben alle Zutaten aufgenommen, die später den typischen Cornflakes-Geschmack ausmachen. Aber nach Cornflakes sehen die Körner noch nicht wirklich aus. Sie enthalten etwa 30% Feuchtigkeit und durchlaufen nach dem Kochen diese großen Trockenräume. Jetzt haben wir gekochte und wieder angetrocknete Maisgrits, aber noch immer keine Flakes. Die entstehen erst jetzt zwischen den sogenannten Flokierwalzen. Durch zwei entgegenlaufende Walzen wird der noch weiche Mais einfach durchgedrückt. Das Ergebnis? Die typische Cornflakes-Form. Nur, dass die Flocken noch immer weich sind. Der Geschmack ist schon deutlich zu erkennen. Die meisten Vitamine sind allerdings beim Kochen verloren gegangen. Will man jetzt eine ausgewogene Frühstücksernährung, sollte man die Cornflakes mit Milch und frischem Obst anreichern. Denn das nachträgliche Versetzen mit Vitaminen oder Zusatzstoffen wird unter Verbraucherschützern gar nicht gerne gesehen. Im letzten Schritt werden die fast fertigen Cornflakes unter Hunderten von Heißluftdüsen bei über 180 Grad geröstet. Dabei entstehen nicht nur die besonderen Röstaromen, sondern auch die typischen kleinen Bläschen auf der Oberfläche der Flakes, die sogenannten Blister. Jetzt sind sie fertig, die Cornflakes. Etwa alle 2 Sekunden fällt hier der Inhalt einer Packung vom Band. Die Flakes haben nur noch einen Feuchtigkeitsgehalt von 2 bis 4%. Fehlt nur noch die Verpackung. Abgewogen landen die Flakes in Folienbeutel und Faltschachtel. Und, safety first, ein letztes Durchleuchten, dass auch ja kein Fremdmaterial in der Packung gelandet ist. Und so gehen von hier aus pro Tag tonnenweise Cornflakes nach ganz Europa. Aber nicht nur Cornflakes. Der Markt der sogenannten Frühstückscerealien boomt. Flocken aus Mais, Weizen oder anderem Getreide sind auf der ganzen Welt beliebt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es in London seit kurzem ein Café gibt, in dem es nur Frühstücksflocken zu essen gibt. Das Cereal Killer Café. Hier gibt es alles, was der Fan begehrt. Jeder kann sein ganz persönliches Frühstück aus den unterschiedlichsten Cerealien zusammenmixen. Eine Geschäftsidee der Zwillinge Alan und Gary Keeley, die den Trend erkannt haben. Viele essen Cereals auch abends, bevor sie ins Bett gehen. Und hier bekommen sie die Flocken den ganzen Tag über. 120 verschiedene Sorten führen die beiden in ihrem Laden.
Darunter auch Sondereditionen und streng limitierte Packungen. Ich liebe Blueberry, Count Chocula und Frankenberry. Das sind Halloween-Packungen. Die gibt es nur einen Monat lang in Amerika. Außerdem können die Kunden aus 30 verschiedenen Milchsorten wählen. Perfekt für die Briten, die im Schnitt 5 Kilogramm Cereals pro Jahr verzehren. Der Laden läuft. Natürlich auch wegen der berühmtesten aller Frühstücksflocken, der Cornflakes.